Ich habe ganz viele Tätigkeiten in der Praxis Bubenberg. Ich bin einerseits Teamärztin. Da arbeite ich mit Patientinnen und Patienten. Das ist 50% Pensum, Beschäftigungsgrad von 50%. Dann bin ich 20% angestellt in der Leitung der Praxis Bubenberg. Und wir sind eine mitarbeiter-eigene Praxis und dort bin ich Verwaltungsratspräsidentin. Also ich musste mir die aneignen. Ich denke, man bringt wahrscheinlich eine gewisse Fähigkeit mit, ein gewisses Interesse mit. Aber der Rest ist Schulung. Ich habe 2 Management-Ausbildungen gemacht. Einerseits im Personalsektor, da war ich an der Fachhochschule in Winterthur. Und andererseits hier in Bern noch eine breitere Ausbildung, das nennt sich College M. Und ich habe dort über ein Dreivierteljahr lange Weiterbildung gemacht. Und dann für den Verwaltungsrat, da gibt es Seminar, dann habe ich Seminar besucht. Also ich bin nach der Geburt vom Kind, bin ich ein Jahr daheim gewesen, habe das fertig gemacht und bin nachher in eine Doppelpraxis auf dem Land, in der Agglomeration von Bern. Ich habe dort fast 2 Jahre gearbeitet. Es hat mir gut gefallen dort. Aber ich habe gemerkt, dass ich nicht nur angestellt sein will und Assistentin sein quasi von einem Chef, sondern dass ich gerne selber möchte kreieren, selber möchte am Betrieb teilnehmen, auch mehr die Zahlen hineinsehen, mehr bei Projekten mitmachen, die vielleicht zu der Qualitätsverbesserung könnten, beitragen und der damalige Praxispartner hat an dem nicht unbedingt Interesse gehabt. Also ich habe sehr viel kürzere Arbeitstage. Ich habe nicht so dicht gedrängte Sprechstunden. Damals haben wir jetzt zweitens zwischen 60 und 80 Patienten gesehen pro Tag, wenn es gut gelaufen ist. Da komme ich, wenn ich sehr, sehr streng habe, zwischen 25 und 30 maximal Patientenkontakt pro Tag. Ich habe auch gemerkt, dass ich qualitativ da besser arbeiten kann, weil ich einfach schlicht mehr Zeit habe mit den Patienten zur Verfügung. Als Psychosomatikerin brauche ich eine gut strukturierte Agenda. Das sind Zeiten, wo sich die Leute freuen für ein Gespräch, wo ich dann auch nicht kürzen möchte. Das ist hier möglich. Das war in einer Landarztpraxis nicht unbedingt möglich gewesen. Ich habe 2 Psychologen und Psychologinnen, die über mich delegiert arbeiten. Das wäre dort nie möglich gewesen. Ich schätze auch das Interdisziplinäre sehr, das mein Fachgebiet mit sich bringt. Ich schätze den Austausch sehr. Ich habe die meisten fachlichen Fragen, wo ich überfragt bin, wo ich auch überfordert bin oder zu wenig gut qualifiziert, innerhalb der Praxis nachher anbringen und kommen auch hochqualifizierte Antworten über. Es ist vor allem Professionalität vom Ablauf, den wir zur Verfügung stellen können. Sie haben eine elektronische Krankengeschichte zum Beispiel. Wir haben papierlose Kommunikation. Alles funktioniert über das Mail. Wir haben geordnete Sitzungen. Jeder weiß, wer für was zuständig ist. Es gibt ein Organigramm. Sie wissen, an wen sie sich wenden müssen. Sie können Teilzeit arbeiten. Sie können den Austausch haben. Sie werden am Anfang unterstützt von älteren Kolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten. Es gibt zum Beispiel eine wöchentliche Fallbesprechung, wo man, wenn man mit Sachen nicht so zu Schlag kommt, das nachher besprechen kann. Ich glaube, es ist einerseits eine gute Organisation, eine klare Organisation. Es ist sehr strukturiert, wenn man bei uns arbeitet. Man kann sich auch einigermaßen auf seine Arbeitszeiten verlassen. Man trägt am Anfang kein finanzielles Risiko. Man ist am Anfang angestellt zu einem Fixum. Man muss auch nicht unbedingt in dieser Aktiengesellschaft nachher mitmachen. Es wäre schön, wenn. Und wenn man würde, dann kann man auch mit einem geringen Geldbetrag sich finanziell beteiligen. Ich glaube, wenn man ein Mensch ist, der gut im Team auch funktioniert und das auch gut kann nutzen, die Synergien gut kann nutzen, dann kann er sehr, sehr glücklich werden, so in einer grösseren Gruppenpraxis. Wir sind ja eine relativ grosse Gruppenpraxis, oder? Wir sind 20 Ärztinnen und Ärzte im Moment. Ein grosser Vorteil, das ist neu, ist das sogenannte Homeoffice.
Das heisst, ich habe daheim genau den gleichen Zugriff auf Krankengeschichten und Dokumente wie in der Praxis. Also ich kann jederzeit etwas für die Praxis arbeiten und das schätze ich sehr, weil man ist ja daheim nicht immer gleich engagiert und meine Tochter ist 11 Jahre alt, die kann sich allein beschäftigen. Das heisst, ich kann meine Zeit sehr gut einteilen und ich habe auch in dieser Leitungsfunktionszeit nicht unbedingt eine Präsenzzeit. Ich mache es dann gleich, weil mich auch Wunder nimmt, weil heute für einen Tag ist in der Praxis, aber ich muss nicht unbedingt. Das zweite ist die Online-Praxis. Das hat mich sehr, sehr entlastet, seit wir das haben. Oder? Das ist ja die Möglichkeit vom Patienten via Mail mir eine medizinisch nicht dringliche Frage zu stellen. Und ich kann die dann auch in einer gewissen Frist, bei mir ist jetzt 3 Tage, kann ich die beantworten. Und das ist eine riesige Erleichterung. So konnte ich meine Sprechstunde können erleichtern. Oder einfacher gestalten, so muss ich es vielleicht sagen. Man muss flexibel sein. Man muss auch mal am Wochenende bereit sein, etwas zu machen. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich glaube, solange man mir das lässt, oder dass ich nicht 100% muss da sein, das hat mein Team auch müssen lernen, dass ich nicht immer da bin. Und das manchmal auch, ist ja eine Co-Leitungsfunktion, der Co-Leiter auch da ist und dann bestimmte Fragen muss beantworten. Also solange da gemerkt habe, dass so eine Flexibilität besteht und nicht ein Anspruch, dass ich von morgen um 8 bis am Abend um 6 100% da bin. Und die Flexibilität mitbringe, ist das eigentlich das Problem.